Zweiter Spieltag in der DEL 2 und hinein geht's ins Sachsen-Derby. Dresdner Eislöwen gegen die Lausitzer Füchse. Das insgesamt 65. Pflichtspiel-Duell. Viele Tore waren vorprogrammiert, allein schon in der letzten Saison. 39 Tore in 4 Partien. Und es ging gut los für die Gäste aus Weißwasser. Sie spielten sich tatsächlich des Öfteren in die offensive Zone. Und Robert Farmer in der 5. Minute drückt ab, bezwingt Rico Hilenius, den ehemaligen NHL-Spieler, zum 0:1. Aber die Dresdner, sie fanden immer besser in die Partie hinein. Nicht zuletzt wegen dieses Powerplays, das dann Vladislav Filin abnimmt zum Ausgleich. 8. Spielminute, das 1:1, ein sehenswerter Treffer, schnörkellos rauskombiniert über Hanusch, Knackstedt und Filin, der das richtig stark macht gegen Mac Caruth. Kurz vor Drittelende, Dresden nochmal im Vorwärtsgang. Dann kommt Evan Trapp, der Neuzugang, an die Scheibe und plötzlich taumelt das Ding über die Linie. Evan Trapp, der ehemalige DEL-Spieler bei seinem Heimdebüt mit dem 2:1. Das wird nochmal angesehen. Videobeweis war angesagt wegen eines möglichen hohen Stocks. Aber hier sehen wir, elegant gemacht von Evan Trapp. Sensationstor, Schläger nicht so hoch, entschieden die Refs und erklärt. Das dann noch Rico Rossi zum 2:1 Pausenstand für die Dresdner Eislöwen. Hinein in den 2. Durchgang. Die Lausitzer natürlich angefressen, wollten diesen Rückstand wieder gut machen. Und sie haben einen, der kann das richtig gut. Cale Kerbashian, der Ausgleich. Bei 4:4 tankt sich der Kanadier durch. Sehenswert, wie er hier Evan Trapp stehen lässt. Dann mit viel Tempo. Zug zum Tor. Erster Schuss noch abgewehrt. Den zweiten, den macht er souverän zum Ausgleich. Wieder die Eislöwen. Diesmal mit Knackstedt. Dann tolle Vorarbeit von Hurt. Und dann ist das Ding wieder über der Linie. Und wir werden es gleich sehen. Nick Hurt, dem der Treffer zugeschrieben wurde, trifft bei diesem Abfälscher die Kufe von Kuschel. Das 3:2, die erneute Führung für Dresden am Ende des 2. Drittels. Und wieder die Lausitzer Füchse mit der Antwort. Erstmal dieser Pfostenschuss und dann kommt Robert Farmer, 48. Spielminute. Da ist er wieder da, der Engländer. Der abdrückt Dresden in dieser Phase sehr, sehr defensiv. Und dann auch mit Problemen bei den Angriffen der Lausitzer Füchse, die dann nochmal auf dem Gas waren. Schöne Bewegung von Kerbashian. Und wieder murmelt er das Ding irgendwie rein. Das 4:3 für Weißwasser in der 53. Spielminute. Aber wir sehen es gleich. Er hatte verdammt große Mithilfe von Rene Kramer von den Eislöwen. Hier erstmal Kopf oben, gute Bewegung, viel Zug zum Tor, einfach mal drauf gedrückt und Rene Kramer, dem springt das Ding an die Hose und von dort aus hinter die Linie. Dresden also wieder hinten, aber die Antwort 71 Sekunden später, hier Bizeis, Dotzler, Ausgleich 4:4. Alexander Dotzler, der Verteidiger, 36 Jahre jung, nach dieser Vorarbeit von Bizeis, das war sehenswert. Auf der Fanghandseite und damit ging es in die Overtime. Umstrittene Strafzeit dann gegeben gegen die Lausitzer Füchse. Brad Ross musste nach diesem Vergehen gegen Evan Trapp runter. Hätte man weiterlaufen lassen können, so blieb es aber beim 4:3 für Dresden. Und das hieß Powerplay und das hieß die Besten vom Besten auf dem Eis. Und dazu gehört Alexander Dotzler, 62. Minute, feuert ab. Mit seiner ganzen Erfahrung aus 497 DEL-Spielen jagt er das Ding hinein zum Derby-Sieg gegen die Lausitzer Füchse. Ja, das ist eine gute Frage, wo das herkommt. Nee, ich denke immer, dass das mit die harte Arbeit ist von den Jungs auch, die vom Tor, vom Torwart die Sicht nehmen. Dann gehen die Dinger auch einfacher rein, wenn man von der blauen Linie schießt. Ich denke, wir haben allgemein einen guten Job gemacht und es freut mich natürlich, wenn wir dann das ein oder andere Tor dazu beitragen. Bei den Jungs aus Weißwasser war man natürlich danach angefressen. Wieder mal hat es nur zu einem Punkt gereicht. Robert Farmer danach im Interview. Ja, we managed to score 4 goals, so we would expect to win that game normally. We'll be disappointed with the goals we gave up, but
on the positive, we got a point in a tough place against a tough team, so yeah, we'll move on. Die Dresdner Eislöwen betreiben also Wiedergutmachung für das 1:8 gegen Kaufbeuren, und für die Lausitzer Füchse war es die vierte Derby-Niederlage in Serie.